Es war einmal ein kleines Mädchen. Das wohnte mit seiner Mutter, seiner Großmutter und seinem Pferd am Rand eines dunklen, stillen Waldes. Es lernte früh reiten und liebte es, durch die Felder und Wiesen zu streifen. Ihre Großmutter war mit der Zauberkunst vertraut, legte der Mutter oder dem Kind die Karten, konnte in die Zukunft sehen und wusste mit vielerlei Kräutern Krankheiten und Wunden zu heilen. Eines Tages träumte die Großmutter einen furchtbaren Traum. Sie sah aus dem Wald einen dunklen Schatten aufsteigen, sah ihr Enkelkind auf dem Pferd den Weg in den Wald hineinreiten. Der Schatten glitt näher an den Stämmen der Bäume entlang und legte sich plötzlich auf die Augen des Pferdes. Das Pferd scheute, bäumte sich auf und warf das arme Kind ab. Das Kind starb an den aufgeregten Tritten des blinden und verängstigten Pferdes. Als die Großmutter erwachte, nahm sie eines ihrer Amulette und belegte es mit einem starken Zauber, der das Kind schützen sollte. Das Kind trug fortan die Kette und war vor dem Schatten im Wald geschützt. Als die Großmutter aber gestorben war und die Mutter nun allein für das Kind sorgte, bat sie das Mädchen, die Kette der Großmutter nicht mehr zu tragen. Die Mutter in Trauer um den Tod der Großmutter konnte die Kette der Toten nicht am Hals ihres Kindes sehen. Und so kam es, dass das Kind mit dem Pferd ausritt, der Schatten aus dem Wald hervorkam, sich auf die Augen des Pferdes legte und das Kind schließlich beim Aufbäumen des Pferdes stürzte und unter den Tritten des verängstigten Tieres starb. Seither steht der Geist des Kindes in der Nacht vor Allerheiligen, also zu Halloween, auf und begibt sich auf die Suche nach dem Amulett seiner Großmutter, um endlich zur Ruhe zu kommen. Es heißt, wem das Amulett in die Hände fällt, dem würde der Geist des Kindes begegnen. Warum ziehst du mein Kostüm? Ich bin das gar nicht. So, und damit ihr zwei euch nicht mehr streitet, gehen 1, 2, 3, 4, wir alle Süßigkeiten holen. Guck mal, ich habe ein Amulett bekommen. Ich habe das Bild runtergeschmissen und euch an den Kleidern gezerrt. Ich kann keine Ruhe finden, bevor ich mein Amulett nicht gefunden habe. Ich bringe dir dein Amulett zurück.